ein besonderer Kinoabend im Cinematograph. Der Film von Miriam Unger, Oh Yeah, She Performs, zeigt vier junge Frauen, die ein Traum verbindet. Sie wollen eigene Musik komponieren, produzieren und davon leben können. Das Premierenpublikum wurde begrüßt von der Produzentin und Kamerafrau des Films Eva Testor. Sie war in Begleitung von Vera Kropf, der Frontfrau von Luise Popp. Im Anschluss an den Film gab es ein weiteres Zuckerl für alle Kinobesucher, den Soloauftritt von Vera Kropf im PMK. Na, er hat auf der Biennale in Wien bei dem Internationalen Filmfestival Premiere gefeiert, letzte Woche, glaube ich, war das. Und ja, das war total toll, also ist super angekommen, war ein tolles Publikum, so wie jetzt auch, Wahnsinn, echt. Gratulation in Innsbruck, mir echt gefreut. Der Film soll auf jeden Fall Mut machen, dass man selber die Dinge in die Hand nehmen kann und es einfach tun. Und die Frauen, glaube ich, zeigen mit großer Leidenschaft, dass es trotz Kampf und natürlich allem, was nicht so fein ist, trotzdem möglich ist. Und diese große Leidenschaft, glaube ich, kommt da ganz gut um mich. Ich mag die vier Frauen, ich mag die Musik und die nimmt mir einfach durch den ganzen Film mit. Die haben schon so oft gesehen und die bin einfach begeistert. You broke your promise, you broke the rules. I should have known from the start that you are just a bloody fool. Also gefilmt zu werden, ist so eine eigene Sache, sag ich mal. I am standing at the station and I'm waiting for the train, but there's no train to arrive. Ich muss sagen, dass das Positivste daran, es klingt jetzt ein bisschen paradox, aber es ist so, dass ich das Gefühl habe, ich lerne so eine Art von Eitelkeit hinter mir zu lassen, weil ich eigentlich, ist es schwierig, mich selber zu sehen, aber dieses so meinen Frieden damit machen oder das okay finden, ist fast wie so eine Überwindung einer übertriebenen Eitelkeit. Ich glaube, wenn ich die so in einen Satz formulieren könnte, dann würde ich gar nicht Musik machen. Mehr als Worte. Mehr als Worte, ja. Dankeschön.